Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr das Gewitter gestern genossen habt. Ich glaube, das war ein schöner Unterschied zu den Tagen davor. Und auch wenn ihr keinen Regen mögt, dann ist er trotzdem für unser Leben wichtig. Ohne Regen können Bauern die Basis unserer Nahrung nicht wachsen lassen. Ohne Regen gibt es aber auch, also es ist nicht nur wichtig für Vegetarier, es gibt auch keinen Schinken ohne Regen. Und wie ihr seht, hängen wir ab von Dingen, die hoch über uns sind. Und bald seht ihr, dass der Himmel nicht das Ende ist. Begrüßt mit mir Lisa Gutermut. Hallo. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich hoffe, dass alle den Sturm überlebt haben. Heute rede ich über Satellitenbilder in der Landwirtschaft. Und ich werde über zwei Bereiche reden, die zusammenhängen. Der erste. Entschuldige, dass ich euch unterbreche und dass ich dich unterbrechen muss. Ich habe noch eine Information. Dieser Talk wird auf Deutsch übersetzt, wie ihr hört. Ja, vielen Dank, hier sind wir. Und Lisa kommt von Technical Tech. Ihr Zelt ist direkt neben unserem. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Interesse an ihrem Projekt habt, dann könnt ihr direkt einfach nach nebenan gehen und mit den Leuten da reden. Das war, glaube ich, alles auf meiner Liste. Dann gehört die Bühne dir. Viel Erfolg. Also noch einmal, ich werde über Satellitenbilder in der Landwirtschaft reden, und zwar in Fragen über Privatsphäre und Datenschutz. Es gibt zwei Bereiche, die miteinander verbunden sind. Der erste ist der Datenschutz, Problem, also dass Landwirte Software benutzen, die ihre Informationen verkaufen kann, und dann auch das Spannungsverhältnis zwischen Privatsphäre und Transparenz. Ich wollte diesen Vortrag auch auf dem CCC halten, weil ich glaube, dass wir das als ein Vorbild benutzen können. Manchmal denken wir über diese riesigen Probleme wie Datenschutz im Internet nach, und das kann uns überfordern und wir können das nicht wirklich anpassen. Aber wenn wir uns kleine Beispiele anschauen, wie sich zum Beispiel Landwirte Datenschutzprobleme angepasst haben, dann kann uns das helfen, die Probleme zu lösen. Es gibt zwei unterschiedliche Wege, wie die Landwirte das angegangen sind. Der erste ist, dass sie wirklich große Sorgen über ihren Datenschutz hatten. Also es gab nicht irgendwie diesen Gedanken, ich habe nichts zu verbergen, sondern es war eher, ich will nicht, dass irgendjemand was mit meinen Daten macht, und wenn irgendjemand Geld damit verdient, dann will ich einen Anteil daran haben. Und sie haben sich auch gut versammelt und eine Übereinkunft zusammen unterschrieben mit die sich namens Also nur eine kleine Übersicht, was ich gleich sagen werde. Also zuerst werde ich euch erzählen, wie Satellitenbilder in der Landwirtschaft benutzt wird und wie dadurch die Landwirtschaft digitalisiert wurde und Farmmanagement-Software eingeführt wurde, und wie die Verfügbarkeit von Satellitenbildern für die Beobachtung von Landwirtschaftsaktivitäten so stark, so groß geworden ist, dass es das Feld wirklich verändert hat und größere Transparenz ermöglicht hat. Aber gleichzeitig wurden die Datenschutzrechte von Landwirten nicht wirklich beobachtet. Wie werden Satellitenbilder in der Landwirtschaft benutzt? Wenn wir über Satellitenbilder nachdenken, dann denken wir an sowas wie Google Earth. Das ist nur ein kleiner Teil davon, wofür man Satellitenbilder verwenden kann. Das ist also nur ein Teil des Spektralbands, der das sichtbare Licht zeigt. Was viel revolutionärer ist, ist das nahe Infrarotlicht, was das vom Chlorophyll in den Pflanzenzellen reflektiert wird. Wenn das also auf ein komplettes Feld angewendet wird, dann sieht man Unterschiede. Und sie haben auch Indizes erzeugt, um das noch weiter zu verfeinern. Also es gibt zum Beispiel NDVI, was
noch genauer dasteht, noch leichter lesbar dasteht, wo es Probleme auf den Feldern gibt. Und ich werde das noch ein bisschen genauer erklären. Also zurück zum Anfang. Diese kleine Regenbogenstreifen auf dem sichtbaren Lichtspektrum ist das sichtbare Licht. Das Licht wird von Gegenständen reflektiert in unsere Augen. Und unsere Augen sind perfekte Empfänger für dieses Spektralband. Und darunter gibt es so Sachen wie Röntgenstrahlen. Und das Gleiche gilt auch für Infrarot, was einfach eine höhere Wellenlänge ist. Und besonders nahes Infrarotlicht, dafür benutzen wir Filter, um diese Informationen zu sammeln. Nur um euch das zu zeigen, das ist ein Bild, das ich letztes Jahr für ein Projekt im Prinzessinnengarten gemacht habe. Und das Bild auf der linken Seite ist ein Infrarotbild. Und ich habe Public Lab Toolkit benutzt, um im Grunde eine Kamera zu hacken und habe da einen Infrarotfilter reingetan, damit ich Bilder im Infrarotspektrum machen kann. Und ihr seht, dass die rosa-pinken Flächen in dem Bild Pflanzenleben ist, und wenn es keine Pflanzen sind, dann ist es nicht pink. Also dieses Licht wird vom Chlorophyll reflektiert. Ich sollte aber auch sagen, dass es eine Nahaufnahme ist, und wenn man es von der Ferne betrachtet, dann sieht man größere Variationen. Das Bild auf der rechten Seite ist auch Teil des Labs. Sie haben ein Tool namens Infragram. Da kann man Infrarotbilder hochladen und mehr Informationen dadurch finden. Und das ist nur ein Bild davon, wie es funktioniert. Das ist RGB, das sind die sichtbaren Lichtbände, und die werden von der Oberfläche der Pflanze reflektiert. Und das Infrarotband ist violett, und das geht ein bisschen tiefer und wird vom Chlorophyll reflektiert. Also wir haben das sichtbare Licht und das nahe Infrarotspektrum, und wenn man das eben kombiniert, das wird sehr oft zusammen eben in diesem Vegetationsindex verwendet, was wir auf dem rechten Bild sehen. Wir sehen im Bild auch, dass es so rote Stellen gibt, da fehlen die Nährstoffe, das sind eben problematische Gebiete, und das ist eben das Versprechen dieser Genauigkeit, dass eben die Farmer direkt da arbeiten können. Sie können zum Beispiel Pestizide da verteilen, genau wo sie gebraucht werden. Und wenn es eben Teile des Feldes gibt, die schon eigentlich in Ordnung sind, dann muss man sich, das ist dann eine höhere Genauigkeit, die auch einen großen Vorteil für die Bauern gibt, weil sie natürlich auch ökonomischen Vorteil davon haben, dass sie weniger Geld ausgeben. Und das bringt natürlich auch weniger Umweltschäden mit sich, also das wird weniger ausgeschwemmt, der Boden, und natürlich auch die Verpestung des Trinkwassers und der Wasserwege insgesamt. Eine weitere Anwendung eben von Satellitenbildern ist für eine Schätzung von der Ernte. Und dazu werden diese Satellitenbilder schon lange verwendet, also so als einfach Diagnosetool. Also man kann sehr detailreich verschiedene Aspekte eben entdecken. Und letztendlich für die Landwirtschaft im Speziellen hat es schon sowas Zukunftsvorhersagendes, weil man eben ziemlich genaue Erntevorhersagen machen kann und weiß, was auf einen zukommt. Und also das wurde eben auch von staatlicher Seite, wird das schon seit Jahren so praktiziert. Das LACI-Programm in den USA, das war speziell für Weizenernten in unterschiedlichen Ländern, auch in Kanada und Russland.
Und wenn man sich eben vorstellt, was, wie hoch die Ernte in einem bestimmten Land ausfallen wird, man schon vorher weiß, dass da vielleicht ein Importbedarf bestehen wird in Kürze, das hat natürlich auch geopolitische Geheimdienst einfach eine argumentationsdiplomatische Informationsgrundlage. Also das ist natürlich auch ein Vorbereitungsaspekt, dass man eben sich auf erwartete Engpässe einstellen kann. Und das ist hier diese Zusammenfassung, so ein Monitor. Das wird monatlich aktualisiert. Das ist ein ganz beliebtes Tool, was auch von den Landwirten selbst benutzt wird. Und hier sehen wir zum Beispiel Zuckerrüben. Also allein diese beiden Beispiele, das hat schon dazu geführt, dass die Landwirtschaft gewissermaßen digitalisiert wurde. Das war natürlich bislang nicht so. Das war eher im Gegenteil, dass die Bauern eine der am wenigsten vernetzten Communities waren. Jetzt haben sie natürlich solche Visualisierungsmöglichkeiten, Big Data. Und ich sammle einfach Beispiele dafür. Der Landwirtschaftsminister in den USA hat eben auch gerade zu Protokoll gegeben, dass Daten eine der wichtigsten Ressourcen geworden sind. Und das wird auch mittlerweile politisch anerkannt, dass die Informationen, die man eben sammelt, dass es sich tatsächlich da um einen wertvollen Rohstoff handelt. The Economist, Zitat. Also schreibt auch, es könnte der größte Veränderung sein, die reiche Länder eben speziell für genetisch modifizierte Ernten das war einfach nur so eine Zusammenfassung der Lage im Economist. Tech Republic, ein anderes Beispiel. Data wasn't on the agenda, also das war einfach kein Thema. Und mittlerweile hat sich das geändert. Das sind einfach verschiedene Beispiele, die öffentlich jetzt wahrgenommen werden. Also was sind die datenschutzrechtlichen Bedenken oder die konkreten Bedenken? Natürlich sind es die Ängste da, dass es Konkurrenten ihre Geschäftsgeheimnisse erfahren. Zum Beispiel weiß man, dass man als großes Unternehmen eine bestimmte Farm aufkaufen kann. Es könnte natürlich auch so eine Art Ausverkaufsmentalität hervorrufen. Natürlich werden die Informationen benutzt, um tatsächlich an der Börse bestimmte Güter zu handeln. Und natürlich kommt hinzu, dass die generelle Mentalität vieler Landwirte, die eben eine sehr eigenständige, unabhängige Denkweise haben. Das heißt, was wurde konkret gemacht für Datenschutz in diesem Bereich? Es gibt diesen Artikel Prinzipien für Farmdaten. Und es gibt auch eine Art eigenes Datenökosystem. Das ist zumindest der Plan, um eben sich ein bisschen besser abzusichern. Das ist ein Auszug aus diesem Principles, aus diesem Grundlagenpapier. Also was darf man überhaupt erwarten als Landwirt und an technologischen? Also es ist kein rechtlich bindendes Papier, aber es ist einfach ein spezifisches, sehr konkrete Hilfs- oder Regelungsaufstellung. Die Sache ist natürlich die, wenn Sie keine Software selbst benutzen können, können Ihre Tätigkeiten natürlich durch Satellitenbilder genau beobachtet werden. Und natürlich ist es eine großartige Sache, dass Satellitendaten insgesamt auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese Informationen werden ja seit Jahren auch von diversen Organisationen genutzt.
das ist hier ein anderes Beispiel, The Brandenburg Viewer, wo es das ist The Development Seed, ein Tool, was ähnlich auch Ernte. Also aktuelle neuere Satellitendaten anzeigt. Und man kann es auch eben verschiedene Filter hier Infrarot und die Bilder manipulieren. Also es ist einfach ein Hilfstool, wie ihr seht. Aber die Hoffnung, wie das tatsächlich dem Gebiet Vorteile verschaffen könnte, ist zum Beispiel, dass eben Umweltbedenken oder Umweltprobleme ja offensichtlicher werden. Das hier diese Bildquelle von Mischka Henner, er war auf der Suche nach was ganz anderem und hat eigentlich wie er es nannte, Blutlache, Blutlagune entdeckt. Und so kann man eben einfach tatsächlich eine Umweltkatastrophe in Echtzeit beobachten. Und damit hat natürlich auch das eine Whistleblower-Qualität oder eine Möglichkeit, eben durch die Bilder ja Fehlverhalten und Umweltschäden eben schnell zu orten. Also es wird natürlich auch von oben beobachtet durch Satellitenbilder. Das ist eine ganz, ganz gewöhnliche Praxis. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass Düngemittel schon auf dem Bild von oben gefunden wurden. Dieses Bild, was wir jetzt sehen, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu erkennen. Das ist in Australien eine Art Zeitraffer oder man sieht sozusagen das Gebiet, was abgeforstet wurde, um landwirtschaftliche Flächen zu erschließen. Das führt uns natürlich zu der Frage, wie weit wollen wir überhaupt die Transparenz von der Landwirtschaft im Allgemeinen, aber auch ganz konkret von kleinen Bauern, was wollen wir da überhaupt erwarten? Natürlich, weil sie ja auch ihr Recht auf Privatsphäre haben. Und ich habe versucht, das einfach hier auf so einem Raster abzutragen. Also das ist natürlich ein großes Recht, das geschützt werden muss, und die Transparenz steht eben auf der anderen Seite. Die Interessen der Regierung wollen natürlich wissen, wie kommen Entscheidungen zustande etc. Aber wir haben eben das Mittelfeld, wo private Firmen natürlich sich auch im Verbraucherschutz, ähnliche Themen, Arbeitsbedingungen, das eben sich in diesem Mittelfeld bewegen und so eine Gradabspannung da erzeugt wird. Und aber das Ganze wird natürlich auch hoch subventioniert, zumindest in Europa. Also ein riesiger Teil der Ausgaben der EU ging an Landwirtschaft, also sowohl direkt an Bauern als auch in die Infrastruktur. Und das sind 57 Milliarden Euro. Also das ist definitiv ein Interesse der Steuerzahler. Man hat also die Erwartung, dass es dass man stärker dafür verantwortlich gemacht wird. Aber gleichzeitig gibt es individuelle Produzenten und dann gibt es aber auch riesige Landwirtschaftsfirmen. Und ich glaube nicht, dass wir in unseren Organisationen so weit gehen wollen, dass wir Videokameras in unseren Büros haben wollen. Und genau das ist sozusagen das, was aber die Satellitenbilder für die Landwirtschaft tun. Und nur um diese Skala ein bisschen weiter zu besprechen, also Sunil Abraham sagt, dass Privatsphäre invers proportional zur Macht sein sollte. Und eigentlich, was ich insgesamt zu sagen habe, ist das, und ich, womit ich das Thema einführen wollte, ist, dass die Landwirtschaftsgemeinschaft riesige Schritte in sehr wenig Zeit macht. Und ich glaube, wir können das als Beispiel nehmen, aber gleichzeitig ist
ist Landwirtschaft einzigartig insofern, als es sehr leicht zu überwachen ist von absolut jedem. Es gibt auch noch offene Fragen, was die Spannung zwischen Privatsphäre und Transparenz für Landwirte gibt, gerade mit der riesigen Verfügbarkeit von Satellitenbildern. Das ist eine offene Frage und ich hoffe, dass ich euch genug Informationen gegeben habe, damit es einen Dialog geben kann, weil ich in meiner Forschung nicht wirklich einen Ansatz dafür gefunden habe. Also vielen Dank. Vielen Dank für deinen Vortrag. Wir haben schon immer gedacht, dass Kameras und Satelliten eine gefährliche Kombination sind. Aber wie wir gesehen haben, gibt es auch tolle Sachen, die man mit dieser Technologie machen kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr zu einem der Saalmikrofone gehen. Die befinden sich im linken und rechten Gang. Und es gab ein Rennen. Ich glaube, der Herr auf der rechten Seite darf seine erste Frage stellen und dann gehen wir auf die andere Seite. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also glaube ich, dass jeder seine Fragen stellen kann. Hallo, danke für den Vortrag. Woran arbeitest du genau und wie viele arbeiten daran? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich für Tactical Technology Collective in Berlin arbeite. Also das ist so, das und sind vor allem die Privatsphäre und Datenschutzsachen, um die ich mich kümmere. Aber ich mache auch gerade einen Master in Agriculture und Economics an der Humboldt-Universität und meine Masterarbeit ging über dieses Thema, wie Satellitenbilder verwendet werden und welchen ökologischen Nutzen wir daraus ziehen können, aber auch die Privatsphäre schützen können. Und im Laufe dessen habe ich Farm-Management-Software-Firmen interviewt. Und das war genau das, was ich mit Ihnen besprochen habe, also Datenschutzfragen. Und Sie wissen sehr genau, dass besonders deutsche Landwirte sehr große Bedenken haben und dass es da sehr starke Datenschutzvorschriften gibt. Und das haben Sie nochmal bestärkt und haben mir die Datenschutzerklärungen gezeigt. Aber die meisten dieser Informationen kann man durch Satellitenbilder sowieso bekommen und das ist einfach verfügbar und man sieht, wie sich ihre Gesichter verändern und sie sagen, oh ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Also wie können wir Kontakt aufnehmen? Da ist meine E-Mail-Adresse. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Projekt fortführe und wirklich alles aufschreibe und gleichzeitig meine Studien noch schaffe. Also auf die andere Seite, deine Frage bitte. Ja, vielen Dank für den informativen Vortrag. Ich frage mich, ob die Regierungen Interesse an den Daten haben und vielleicht zu viel Daten haben, um Kontrolle auszuüben. Ja, es gibt einen riesigen Dialog über Satellitenbilder insgesamt, nicht nur was die Landwirtschaft angeht. Es gibt große Fragen, was Auflösungen angeht. Und es gab am Anfang des Jahres ein Gesetz, das 30 Zentimeter Auflösung vorschreibt. Wir wissen aber nicht genau, wie hoch die Auflösung der Regierungssatelliten tatsächlich ist und was sie wirklich auflösen können. Das war aber nicht meine Frage. Haben Gesetzgeber in Berlin und anderswo Sachen, na, vielleicht zu viele Informationen? Und passiert da irgendwas im Feld und um diese Daten verfügbar zu machen? Ja, die eigentlich einzigen Gesetze, die wirklich vorschreiben, was Satellitenbilder zeigen dürfen. Wenn es ein das
Alle Satellitenbilder sind verfügbar und was, soweit ich weiß, gibt es da keine Diskussion darüber, was man sehen darf und was man nicht sehen darf, beobachten darf. Die nächste Frage bitte. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Eine Sache, an die mich das stark erinnert hat, waren koloniale Projekte, um Landwirtschaft zu kartografieren, zum Beispiel in Afrika. Und ich habe mich gefragt, ob ihr euch auch angeschaut habt, wie nicht nur wie Satellitenbilder Regierungen zeigen kann, was so passiert, aber auch wie sie dadurch den vielleicht annehmen, dass sie mehr wissen, als sie tatsächlich wissen und dadurch falsche Politik machen. Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube nicht, dass ich wirklich eine Antwort darauf habe. Also natürlich gibt es das Problem, dass man Daten zu stark vertraut und dass man dann falsche Annahmen darauf aufbaut. Aber ich muss sagen, dass es bei Satellitenbildern nicht wirklich viel menschliche Eingriffe gibt. Also es ist so unvoreingenommen, wie es geht. Es sind einfach nur Spektralbänder. Aber ich glaube, dass die Daten, die man damit sammelt, hochakkurat sind und je nachdem, also ob sie das richtig oder anders interpretieren, das weiß ich nicht genau. Aber die Daten, die gesammelt werden, das ist einfach das revolutionäre Ding daran, dass es einfach sehr genau ist und sehr unvoreingenommen. Es sind einfach nur Bilder. Hallo, danke für den Vortrag. Du hast über Nahinfrarotbilder gesprochen und habt ihr von Synthetic Aperture Bilder geredet, gehört? Weißt du, ob das auch zusammen vielleicht mit Infrarotbildern benutzt wird? Ja, heute habe ich nur über Infrarot geredet, aber es gibt Langwellen Infrarot und thermales Infrarot, das die Temperatur von Sachen aufzeichnet. Das ist auch spannend. Aber auch eine der Firmen, die ich interviewt habe, hat das noch nicht implementiert, aber haben schon das angeschaut. Das Tolle daran ist aber, dass man durch die Wolken schauen kann, was sehr wichtig ist für die Landwirtschaft. Aber wenn du Radar benutzt, dann hast du eben keine Probleme mit der Wolkendecke und das, ja, es wird benutzt. Noch eine Frage von der rechten Seite. Ich wollte nach deiner Meinung fragen, wo siehst du dich auf dieser Achse zwischen Privatsphäre und Transparenz? Also zum Beispiel in einem konkreten Fall, die Europäische Raumfahrtagentur hat dieses Copernicus-Projekt. Vor einigen Wochen wurde der Sentinel-2-Satellit ins Weltall geschickt, der wundervolle Satellitendaten von verschiedenen Spektralbildern an die Öffentlichkeit geben soll. Wie denkst du darüber? Findest du das gut, dass jeder, der einen Internetanschluss hat, kann jetzt im Grunde alles über den Planeten erfahren kann? Und was den Datenschutz angeht, gibt es da Kollisionen, wenn es vielleicht Sachen gibt, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen oder wenn manche glauben, dass der Datenschutz dadurch beeinträchtigt wird. Also ich finde, dass Satellitenbilder so viel Transparenz geschaffen haben und gerade dass Bürger das Zugriff auf diese Daten haben, ist wirklich wichtig ist. Also natürlich hatten Regierungen diese Daten für Jahrzehnte und haben sie sich einfach nur angeschaut und geschützt. Aber jetzt, dass Bürger sie jetzt haben, das ist toll. Aber ich hatte ein paar Diskussionen über dieses Thema in dieser Woche. Also es gibt natürlich auch Landwirtschaft in verschiedener Größe. Also vielleicht willst du größere Betriebe ein bisschen stärker kontrollieren oder zumindest haben sie mehr Macht und von ihnen sollte man mehr verlangen als von kleinen, unabhängigen Landwirten.
Aber es ist so unterschiedlich und du kannst dir einfach ein Stück Land anschauen und Informationen über den Boden, über die Pflanze, über die Landnutzung, über das Wetter sammeln, über Kohlenstoffdioxid. Es gibt so viele Informationen, die du für einen Hektar Land finden kannst, dass du kaum sagen kannst, ja, das ist mein Land und ich will nicht, dass irgendjemand anderes irgendwelche relevanten Informationen sammelt. Das gibt diese andere Dimension, die über Eigentumsrechte hinausgeht. Also meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich stecke irgendwo in der Mitte. Also ich sehe beide Seiten. Es wurden tolle Sachen mit Satellitenbildern ans Licht gebracht, aber ich sehe eben auch das Problem, dass es sehr große Datenschutzprobleme geben könnte. Der nächste Vortrag kommt gleich, er geht über FPGAs. Ich hoffe, der gefällt euch auch. Aber nochmal ein großes Dankeschön. Ja, und auch Dankeschön hier aus der